weißt, ja, ich bin gewonnen. Weil du auch in Köln wohnst. Mhm. Ja. Nicht gewusst? Nee. Ich auch nicht. Dachte immer, du wohnst. Tim weiß nicht, wo er wohnt. Der weiß nicht, wo ich wohne, und der weiß nicht, wo er. Der Tim, ich brauch wieder einen neuen Stab. Mach zum ja Rumwedeln. Ich mach du mal bitte ein. Warum? Bist du unser Magier? Nein, ja, ich hab doch keinen Bock, ich will essen. Mach's halt nach dem Essen. Warte, das ist ja schon Grenze. So. Ey, Tim! Okay. Na, fick dich, ich muss mir eine Treppe bauen! Warte, nee, keine Treppe bauen! Nein, lass es doch! Keine aber Treppe warum bauen! Treppe, Mann? Ja, weil ich dann nicht rauskomme! Jetzt kannst du wegmachen. Bloß zum rauskommen. Hast du kein Jetpack? Nein, das ist am Aufladen. Ah, dann weiß ich, was ich kaputt machen kann. Du musst vor die rote Wolle wieder setzen, Daniel, ne? Sonst gibt's Ärger von mir. Ah, wenn ich Ärger von dir kriege, ist nicht schlimm. Was, wenn du Ärger von deiner Mutti bekommst? Warum setze ich über Fackel hin? Ja, warum nicht? Wir müssen das ja sowieso ausleuchten. Warum? Ja, damit hier nicht spawnt, du Schlaumeier. Alter, genau deswegen habe ich es ja dunkel gelassen. Warum denn? Wir bauen ja hier keine Monsterfalle. Doch. Nein. Ja, dann haben halt die Bergbauleute, die 3 Cent pro Stunde verdienen, ja auch noch ihren Spaß. Hey, die asiatischen Kinderbergbauleute. Die asiatischen Kinder. What the fuck? Nicht gewusst, Tim ist Asiate. Hm, doch, habe ich schon gewusst. Der prallt damit immer. Bin viel Hunger, Alter. Florian weiß was. Du weißt ja nicht, wer viel Hunger ist, ne? Nö. Ich keine Ahnung. Das Haus nimmt schon mal Gestalt an. Schon mal schön. Dann bin ich halt hier Yuruka Hero. What the fuck, wer hat denn da hinten einen ganzen Baum überflutet? Tim. Musste das sein? Ja. Aha, und warum? Ich hatte nur einen Eimer und wusste nicht, wo ich das Wasser reinmachen soll. Gott. Okay. Na dann, wenn das so ist. Warte mal, Tim, du hast mal irgendwas erzählt von, hier. Um die Portalgun zu machen, müssen wir hier den Widder besiegen. Ja. Und, es gibt ja so ein Stainford Glas und ein Stainford Stone. Ja. Wir können auch einfach unsere ganze Landschaft damit einwickeln. Ja, die ganze Landschaft. Nein, wir können den da drin einbauen. Oder so. Und dann, ja, und den dann spawnen lassen da drin. Und ja. Und dann auf den einkloppen. Und uns nicht killen lassen. So. Ja, nee. Ja, nee, was nun? Tim, wenn man ganz viele High Voltage macht und die dann an den Mess Fabricator dranhaut, kann man ja schneller Julio Meta kriegen, oder? Ne, ne. Ja, doch, natürlich. Würde demnächst auch irgendwie machen. Komm, mal bitte den neuen Stab. Nö. Oh. Wusste ich, hätte Magier sein sollen. Den mach ich dir schon noch, aber ich geh jetzt pissen. Also, essen, pissen, was geht denn bei dir ab hier? Sind wir hier eine. Ich trinke gerade noch Apfelschorle von Petershaler Apfelschorle. Ich trinke. Fruchtschorle mit. Fruchtschorle mit natürlichem Geschmack. Ich trinke Labertaler Apfelschorle. Labertaler. Petershaler Apfelschorle kann ich nur empfehlen. Ein wirklich super Produkt. Und ich habe für diesen Satz keine 200 Euro bekommen. Ja, hat er dafür wirklich nicht. Hab doch gesagt, ich habe dafür keine 200 Euro bekommen. Du kriegst dafür noch nicht mal 10 Euro. Das stimmt. Das kriegen wir auch noch hin, dass sie mir Geld dafür geben. Ja, warum nicht? Geldgeiler, sag du.
Reicht doch nicht! Frag mich eigentlich, wie viel Geld man bekommt, wenn man in Teleshopping mitspielt. Da verdienst du nicht so viel. So, ich geh jetzt eben pinkeln. Viel Spaß. Und diesmal nicht nackt, ja? Ich frag mich aber, wie viel ProSieben mit Werbeeinnahmen verdient. Ja, das ist wahrscheinlich eine beträchtliche Menge. Aber wenn man dann die Einnahmen mit den Ausgaben sich anschaut, sind das dann wahrscheinlich dann doch nicht mehr so viele. Also im Vergleich. Als wenn das abgezogen ist. Ja, großartig abgezogen, die ganzen Löhne. Ja, dann die Produktionskosten. Die Steuern, Sendegebühren, was weiß ich nicht alles, was man zahlen muss als Fernsehsender. Scheiß drauf. Warte, Florian, die Wolle platziere ich später, die brauche ich nochmal. Okay. So, hier zum Durchfliegen. Okay. Erstmal schauen, was meine Bienchen schon wieder gemacht haben. Ich wette, die haben schon wieder so ein neues Ding rausgepoppt. Rausgepoppt? Ja. So. Poppen da gerne die Sachen raus. Aha. So, Bienchen, was geht ab? Egal, hier ist nichts Neues. Warum regnet das immer so oft, ey? Kann nicht im Regen arbeiten. Weiß drauf, ich muss die ganze Zeit überarbeiten. So. Und nochmal so ein Bienenhaus. Alt und. Na, ich brauche jetzt so eine Kapsel dafür. Samen. Samenkernöl. Soll ich dann auch irgendwann heraus. Eine Kapsel machen. Eine Kapsel machen. Geile Kapsel. Weil ich kann einfach mal 12 davon. Super. Was mach ich jetzt damit? Gebracht. Na dann. Wie ich schon eben festgestellt habe, ist unsere Klospülung von Geberit eine sehr tolle Klospülung. Ich kann dich nur empfehlen! Okay. Die funktioniert sehr gut und damit haben wir auch keinerlei Probleme. Aber auch wirklich nein, überhaupt keine. Überhaupt nicht! Dass das Ding mal hängen bleibt. Oder irgendwie, dass die Klospülung oder dass die ganze Zeit Wasser läuft oder so. Nein! Sowas gibt's da einfach gar nicht. Ach Quatsch! Nee! Never ever. Ja. Ich muss schon dreimal dieses drei. Ich kenn doch diese Dinge, diese Sachen bei der Klospülung, ne? Ja, also diese ich Dinger da, nicht. Die davor sind, die. Hoffe ich auch. Ja, warte. Die. Diese Plastikdinger mit den Schaltern, ne? Ja. Das Drecksding muss ich schon dreimal raushebeln oder so und dann den Knopf wieder richtig hinziehen oder drücken oder keine Ahnung, was ich da für eine Scheiße gemacht habe, damit das Ding, damit nicht unendlich lang das Wasser gelaufen ist. Okay. Ja, aber so bestimmt keine Scheiße, große Arbeit. Ohne Spaß, nee, Alter. Gar nicht, kann ich mir auch gar nicht so vorstellen. Stell ich mir auch gar nicht nervig vor. Ich oder auch. Was auch geil ist, bei unten bei unserer Tür, wenn man die bei unserem Klo runter oder zu stark runter drückt, dann bleibt die einfach unten. Das ist doch auch was Schönes. Oh, warte, Flo, ich schick dir mal kurz ein Bild bei WhatsApp. Was mit meiner Tür los ist, warte mal. ich habe das Gefühl, dass du es nicht wissen möchtest. Doch, ehrlich gesagt schon. Habe ich nicht so schon so einen Squeezer? Moment. Hier ist ein Carpenter. Liquid Transfer. Das ist eine Zentrifuge. Nicht zu viel verschwenden, bitte. Nee, ich brauche nochmal so einen Squeezer. Warte mal, ich muss erstmal mein ganzes Cobblestone in die Cobblestone-Kiste. Ich habe da mega viel. Kann ich mir vorstellen. So, da habe ich eine Nachricht bekommen. Da müssen wir doch direkt mal nachschauen. Aber Tim stirbt jetzt nicht. What the fuck? Was machst du mit deiner Tür, Junge? Hast du die aufgebrochen oder was? Handy. Hast du die aufgebrochen oder was?
Nein, ich bin dann mal dagegen gerannt und dann. Alter, Tim, schick mal über Facebook, bitte. Ich bin dann mal dagegen gerannt und dann hat sich das erste rausgehebelt. Und dann, ja, und dann hat sich das so ergeben. Okay. Aber Tim, schick's mal bitte über Facebook. Warte. Ah, ne, schick ich dir jetzt. Ja, komm. Ja. Komm, deswegen geht meine Tür nicht mehr richtig zu. Das tut mir schrecklich leid. Ja, ist egal. Besser als gar keine Tür zu haben, ne, Flo? Fick dich. Flo, hast du keine Tür? Ja, also man, ich kann es als Tür bezeichnen. Ja, wie ihr das definiert, weiß ich nicht. Ich definiere es als Tür. Tim, ich warte immer noch. Ja, da kannst du lang warten, ist immerhin Tim, ja. Ja, geschickt. Nee. Mhm. Das braucht eine Zeit. Das braucht eine Zeit über Facebook. Wird gesendet, Facebook ist nicht, Facebook ist nicht so schnell wie WhatsApp. Nee, echt mal. Oh Mann! Wenn ich es nicht vergesse, blende ich jetzt hier die Bilder ein. Weil ich das darf, Tim. Ja, klar, kannst du machen. Okay. Das wirst du vergessen. Nee, ich mach da. Koordinaten schief gemacht. Jetzt muss ich auch meinen ganzen Kopf nach links drehen. Ja, nee, ja. Auf dem Handy kannst du es ja drehen. Oh Mann! Schieß mir mal bitte nochmal aber gerade. Okay. Oh mein Gott, ich kann schon wieder drehen! Ja, dann hat nur kein Handy. Ja. Doch, Handy hat wahrscheinlich schon, aber kein Smartphone. Alter. Ah, genau, ich wollte ja in die Kurbelkiste was reinmachen. Ah, okay. Daniel, hast du mal Bock, ein paar neue Solarpanels zu machen? So. Bitteschön. Jetzt musste ich mich total verkrampfen, um das Foto zu machen für dich. Ich bin nochmal dagegen gerannt. Ich bin nochmal dagegen gerannt. Dann hat so oben das erste Stück abgebrochen und dann keine Ahnung, was da passiert ist. Den Rest weiß ich nicht mehr. Ja, danke. Bitteschön. Ist das nicht mehr gescheit lesbar? Ich musste mich für das Foto vollkommen verkrampfen. Jetzt hör auf. Wie nicht gescheit lesbar. Ich kann das schriftlich lesen. Zoom doch da rein, wo kannst du das dann nicht lesen? Links ist X und. Kann nicht zoomen, hat kein und rechts ist Y. Aber man kann das nicht lesen. Ja, gut, dann lese ich dir vor. Also die ersten Koordinaten: X 750, Y 125. Ach so, jetzt das Bild hat noch geladen. Oh, Gott, ey. Anfänger hier. Oh, warte, ich muss eben mein Licht ausmachen. Ich hab's eine 1 oder eine 2? Hä, was ist denn das, Mann? Ah, 750, 125 sind die ersten. Oh mein Gott, warum bist du so schwul? Florian! Was denn? Florian! Was denn? Flo! Ich schreib's dir jetzt alle hier rein, mein Gott. Nein! Doch. Na okay, dann mach dir halt die Mühe. Ich werde mir sowieso auf dem Blatt anschauen. Ach lol, das ist ein Fenster, die mache ich jetzt mal kaputt. Nein. Fenster einschlagen! Da ist auch was. Okay, wenn du zu der Koordinate läufst, dann läufst du erstmal ein bisschen, Alter. 2301 zu minus 12.000 nochmal. Minus 12.000. Florian macht sich wirklich die Mühe. Florian ist ja nicht komplett geistig gestört. Ja? Bei der sind 4 Stück. Dann. Alter. Florian ist auf damit, Mann. 1, 3, 10, minus. Der macht mir Schuldgefühle, der Wichser. 1, 3, 5, 7. Ich hasse ihn. Minus 1, 0, 4. Und eine Scheiße, dass ich voll 1, scheiße. 4, 8, 4. Mädchen können einem voll krass Schuldgefühle machen, weil die so unschuldig aussehen. Ja. Wenn die dich dann mit so einem Blick angucken, Alter, ohne Scheiß, dann hast du auf einmal voll die Schuldgefühle, wenn du irgendwas verbockt hast. Und selbst wenn die was verbockt haben und die dich dann so angucken, dann kriegst du trotzdem Schuldgefühle, obwohl du nichts getan hast. Everybody's looking for love.